schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Halloumi-Käse, irgendein Parmesan, karamellisierte Zwiebeln, Avocado. Das findet man heutzutage in den Dönern. Und ich möchte euch die Frage beantworten, ist das die Zukunft der Döner? Oder verdrängt das sogar die klassischen Döner vom Markt? Welche erweiterten Diätdöner in diesem Video? Avocado-Soße, karamellisierte Zwiebeln, wie man es nur vom Gourmet-Burger kennt. Sowas erwartet euch. Wir fahren jetzt zum ersten Spot, Leute. So Leute, wir sind bei Hamizuna angelangt. Was macht diesen Döner anders? Das ist eine Low-Fat-Geschichte. Das heißt, sie haben an den Soßen, an dem Dönerspieß überall geschaut, dass sie wenig Fett machen. Für mich natürlich in erster Linie, dass ich erstmal denke, scheiße Mann, wo ist der Geschmack? Ich bin sehr skeptisch. Hamid, grüß dich mal lieber. Ich habe eben schon angekündigt draußen, ne? Ja. Du hast eine Low-Fat-Variante. Ja. So, das bedeutet auf jeden Fall, Spieß ist Low-Fat. Soßen auch, ne? Soßen ist auch alles Natur. Naturjoghurt, okay. Frische Zitrone. Ja. Ist halt sehr leicht. Okay, aber bei der Low-Fat-Variante, sag ich dir ehrlich, ist mein erster Gedanke dann so, als jemand, der jetzt nicht in dem Game genau drin ist, dann hast du ja auch weniger Geschmack drin. So, was hast du dabei gedacht? Du gedacht hast Low-Fat, andere machen extra doppelt rein, damit sie sagen, bam, wir haben da ordentlich Wumms drin. Ja, ich finde, man soll einfach, es muss einfach gut harmonieren. Das Brot muss knusprig sein, das Fleisch darf nicht so fettig sein. Das muss einfach gut passen. Jetzt viele Dönerläden, die machen was ganz Neues. Ja, auch hier quasi der Fall. Würdest du sagen, das ist die Zukunft vom Döner, so wie du das auch machst? Ich will halt so ein bisschen die andere Schiene fahren, so ein bisschen die gesündere Schiene, aus dem Grund, weil ich selbst so essen möchte. Mhm. Das, was ich esse, will ich auch verkaufen. Ja. Ich finde, diese Variante ist halt am besten. Ich respektiere auch jeden anderen Dönerladen. Die sehen top aus, die Döner. Probier die und dann komme ich gleich wieder rein. Inshallah, er wird geil. Die Fitness-Variante. Alles Low-Fat. Geil, wirklich geil. Ich habe lange keinen Chicken Döner mehr gegessen, wirklich lange nicht. Bock mich mal wieder maximal. Meine Befürchtung war, die meisten scheißen ein mit diesem Brot. Außen knusprig, innen weich, ist zu dick, zu präsent. Das überhaupt nicht. Das hat so ein bisschen Baguette-Charakter von außen, von so einem krossen Baguette und nimmt nicht zu viel Raum ein. Ist ja viel Fleisch drin, viel Belag, wenn ihr so nochmal raufguckt. Schönes Ding. Ich weiß gar nicht, wie der Holger manchmal vor euch leidet. Community, Daumen hoch. Aktiviert die Glocke. Hängarbeit, Leute. Der Arme, Alter. Ich zerbreche manchmal so eine Welt, ich zerbreche innerlich. Geht gleich weiter im Video. Ich wollte euch was erzählen, was ich euch lange verschwiegen habe. Und das ist folgendes. Die Hüllen von Rhinocheat. Mein Partner für Handyhüllen. 30 Sekunden Werbung, ganz kurz dranbleiben. Ich habe euch viel über das Design dieser Hüllen erzählt. Da habt ihr ja unendlich Möglichkeiten, aber die haben auch andere Skills. Zum Beispiel übertreffen die, was Fallstandards angeht. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste. Wie wird euer Handy geschützt? Den US-Militär-Fallprüfstandards. Alles wirklich kranke Hüllen, was die Quali angeht. Extrem dünn, gehört zu den dünnsten auf dem Markt. 30 Gramm zum Beispiel wiegen die im Schnitt nur. Das ist so viel wie eine AA-Batterie. Dazu 50% Rabatt mit meinem Code HOLLE15 findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, und jetzt geht's weiter im Video. Mango Barbecue. Verrücktes Feeling. Kenne ich nur von Kebabhain in Frankfurt. Bisher eine Barbecue-Sauce auf dem Döner. Damals war ich so semi-geflasht. Hier finde ich es geil, ich sag's euch ehrlich. Dieser Döner für mich ohne Scheiß ist mehr special als so ein Lister-Döner. Vielleicht habe ich ein paar Bilder, die ich einblende. Ihr seid bester Döner Niedersachsen gekürt. Genau. Ja, halt Riesenschlange. Draußen rumrum, überall essen wir diesen Döner. Low-Fat. Diese Soßen, diese Basic-Soße ast rein dazu. Diese Special-Soßen, die auch geil zu passen, mit dem Brot in Einheit, ist das für mich noch eine andere Nummer als das, was du in jeder Stadt findest, diese Gemüsedöner und so. Mal eine ganz andere Sache. Ich finde, in Bezug darauf, dass er Fleisch nicht selber macht, Fleisch gesteckt, wisst ihr, bevorzuge ich immer, aber es ist trotzdem einfach ein richtig leckerer Döner und er kriegt 8 von 10 Punkte von mir. Das ist für die Variante, wo man nicht noch einen Schritt weiter geht, es ist eigentlich das Maximum rausgeholt so. Also 8 von 10 Punkten finde ich top. Und jetzt würde ich sagen, geht's weiter zur nächsten Location. Da ist er, der Next Generation Kebab. Für die Halal-Community 100% Halal auf alles. Ich habe gerade schon gesniped, sie haben der Gerät. Der Gerät wird nie müde, der Gerät schläft nie ein. Das erste, was ich lese, Leute. Kalbfleisch, Feldsalat, Avocado-Creme. Boah, das sieht schon mal krass aus. Die Spannung steigt. Gebratene Zwiebel, Feldsalat, Tomaten, Jalapenos, panierter Feta-Käse. Und hier ist das Gesicht hinter dem Ganzen. So kreationsmäßig sind wir, glaube ich, schon. Seid ihr die Eins, so, ne? Ja, also von der Vielfalt. Auch. Ja, von der Vielfalt. Geschmacklich muss jeder für sich selber entscheiden. Ja, klar. Okay, Leute, auch gut zu sehen. Sweet Dream, 8,90 der Döner, stolzer Preis. 10,90 sogar für den Cheese Lover. Der False King bei 11,90. Aber das sind natürlich kracher Preise, Chef. Das sind auch kracher Zusatz, wie gesagt, nur das Beste vom Besten. Ja, okay, gut. Davon werden wir uns jetzt überzeugen. Ich nehme alle drei.
dieser Rucola da drin. Bruder, das ist wirklich geil mit dem Frischkäse. Also Hand aufs Herz, das sind nicht irgendwelche dämlich zusammengewürfelten Zutaten, wo sich jemand denkt, ich mach mal so damit, falls es das noch nicht gab. Das mit dem Frischkäse ist geil. Man hat die gerösteten Zwiebeln hier am Start. Schöne Jalapeno-Note, schöne Schärfe drin, abgestimmte Soße. Also trotzdem die Schwachstelle bei dem Döner. Das Fleisch. Meiner Meinung nach müsstest du das mit mehr Salat ausgleichen. Ja, das ist ein Gegenspieler. Aber was zum Schluss durchdringt, das ist einfach dieser Knalleffekt im Mund. Der kann schön sein, aber wenn das zu viel wird, dann schmeckt zum Schluss vom Geschmack her der nicht viel anders als der, weil es einfach nur noch knallt im Mund. Gucken wir nochmal rein hier. Das ist der mit Curry. Curry, Mango, Soße. Karamellisierte Zwiebeln waren das, ja. Das waren karamellisierte Zwiebeln. Man schmeckt gut die karamellisierten Zwiebeln. Das ist eine schöne Kombi wieder. Zusammenfassung von Next Generation Kebab. Also ein Döner, kann ich euch sagen, wird immer seine Daseinsberechtigung haben. Und es wird immer Leute geben, die gerade das feiern. Gerade der, weil der geile Kombis hat. Das ist nicht einfach irgendwie, das ist durchdachtes Ding. Schmeckt geil, aber für mich ist am Ende des Tages einfach nur ein Boom ins Gesicht. Und hat in dem Sinne nichts mehr mit einer großen Kunst zu tun, auch wenn die das sehr gut machen. Weil es halt eben diese Gruppe gibt, die genau das feiern. Aber für mich kann es nicht mehr als 6,5 Punkte geben für die Kombis, weil es einfach dieses Boom ist. Und zum Schluss hat das nichts mehr mit einer Komposition für mich zu tun. Im ersten Geschmack ja, dann schmeckt es raus, aber zum Schluss ist es Boom. Und das war's. Weiter geht's zu Different Kebab. Das Different Kebab. Aha, oh, nicht was los. Wenn man es jetzt vergleicht, Leute, wenn es jetzt vergleicht einfach vom Publikum um diese Uhrzeit, deutlich mehr los als bei Next Generation Kebab. So Leute, bei Different Kebab angekommen. Ist ein Gemüsedöner. So. Und es geht immer weiter dahin, dass die Leute diese Gemüsedöner anbieten. Ist das die Zukunft der Döner? So, und das möchte ich euch sagen, meine Meinung dazu einfach. Und hier auch noch unterschiedlich zu normalen Gemüsedöner in Anführungszeichen, die haben hier Hummussoße, die haben hier Avocadosoße, sowas, Special rein, die haben Vollkornbrot von der deutschen Bäckerei. Da ist für mich einfach gefragt als Döner-Tester, da hau ich meinen Test rein und sag euch mein Urteil. Kannst du das mit Kabel 1 machen? Den Kabel 1 war da. Kabel 1 war da, ja. Okay. Was haben wir gemacht? Bernd Zehner da, der hat uns auch getestet. Der hat uns eine 11 von 10 gegeben. Echt? Wer ist Bernd? Sieht ein bisschen aus wie Jumbo, aber ist nicht Jumbo. Dann hat er auch ein Kabel 1 halt, eine Fernsehsendung. Und dann war ich hier noch draußen und dann hat er gefragt, wie es dann mir schmeckt. Und dann habe ich ihm auch eine 11 von 10 gegeben. Ja, das muss sein, ne? Ja, muss sein. Muss sein. Schöne Schärfe. Ehrlich? Da auch mit dem Avocado-Bock. Das war was anderes. Die Frage ist, was ich befürchte, ist gleich, dass wieder die Klatsche in meine Fresse kommt und ich glaube, die kommt schon wieder. Also, ehrlich, ich brauche gar nicht weiter essen. Ich kann vollkommen die verstehen, die diesen Döner eine 11 von 10 geben. Die werden aber auch Next Generation eine 11 von 10 geben. Die werden auch Bommeldöner von Ersin, dieser als größte Social Media-Typ, habe ich ein Video drüber gemacht. Mit Sujuk und Crispy Chicken, werden auch eine 11 von 10 geben. Das knallt einfach in deine Fresse. Das ist geschmacksverstärkt, das ist künstlich. So, muss man einfach sagen. Aber ich kann voll verstehen, dass Leute da reinbeißen und sagen, bam, das ist es. Aber für mich ist es alles kein Unterschied. Zum Schluss, nach 3-4 Bissen, schmecken alle gleich. Ich muss trotzdem fair sein, dass es schmeckt. Und ich gebe auch eine 6,5 und beantworte euch die Frage, ob sowas den richtigen Döner verdrängen wird. Irgendwann muss sowas kommen. Weil nicht jeder kann Dönerladen aufmachen, dann gibt es 1 Million. Es muss was Unterschiedliches kommen. Das hat seine Daseinsberechtigung. Das ist was anderes und das ist irgendwie cool. Aber es wird immer den alten Döner geben, das sage ich euch, der wird nie verdrängt werden, weil es immer Leute geben wird wie mich und ich hoffe von euch da draußen auch, die den ehrlichen Döner mögen, mit ehrlichen Zutaten, mit gutem Fleisch, mit guten Zutaten und nicht einfach Boom. So, und das ist einfach Boom. Leute, das Video hat mir Spaß gemacht, hoffe euch hat es auch Spaß gemacht. Lasst mir gerne, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen oben da, Kommentar und ein Abo. Dann sage ich, bis zum nächsten Mal.